Vorweggenommen, es ist einmal ganz wichtig, dass jeder mal den dritten Stich hat. Es sind noch sehr viele einfach ausständig, die den dritten Stich noch nicht haben. Und wir wissen, dass wir für eine gute, robuste Grundimmunität, also wirklich für eine Grundimmunisierung, einfach 3 Stiche benötigen. Viele sagen, ich bin jetzt einmal oder zweimal geimpft worden, ich brauche jetzt den dritten Stich nicht. Wir müssen das genauso sehen. Es sind eben Totimpfstoffe und wir müssen das eben genauso sehen wie Hepatitis oder FSME. Da würde nach 2 Impfungen auch keiner auf die Idee kommen und sagen, ich brauche den dritten Stich nicht. Dementsprechend ist es ganz wichtig, dass einmal primär alle den dritten Stich haben. Gilt das auch für Kinder? Das gilt auch für Kinder, ja. Also auch die 5- bis 11-Jährigen, die ja bisher nur 2 Stiche bekommen haben, ist es ganz wichtig, dass die jetzt den dritten Stich bekommen. Vor allem jetzt vor Schulbeginn ist es der ideale Zeitpunkt, weil wir quasi mit Schulbeginn ja wieder erwarten können, dass da wieder die Welle dementsprechend hochgehen wird, weil viele Leute eben wieder zusammenkommen.